Okay, es ist ja hier schon zum Ritual geworden, dass die Mahnwachen sich untereinander grüßen. Und diese Woche kommt der Gruß aus Blauen. Aus Bautz, sorry. Susi wird uns den Gruß heute vortragen. Hallo. Erstmal wollte ich noch sagen, es war ein wunderschöner Nachmittag. Ganz klasse Gefühl. Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, ob wir diese Trommelsession, ob wir da nicht jede Mahnwache mit einleiten und jeden Montag zu einem Weltfriedenstag machen. Sehr geil. Das passt nicht. Ja, der heutige Gruß kommt von der Mahnwache Bautzen. Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Kann ich fotografieren. Mit diesen Zeilen aus dem Friedensgebet von Franz von Assisi möchte Bautzen die wöchentlichen Grüße einleiten. Mensch, ja du, dich sprechen wir an. Was muss noch passieren, damit du erkennst, dass du nicht allein auf dieser Erde bist? Hunger, Kriege, Rassismus, Mord, Gewalt, Armut und die Vernichtung von Pflanzen, Tieren und selbst deiner Art haben wir zu Genüge auf diesem Planeten. Mensch, möchtest du das wirklich? Nein, wirst du mir jetzt sicherlich zur Antwort geben. Für dich und für dein näheres Umfeld möchtest du das nicht. Das beteuerst du doch immer wieder. Doch dann frage ich dich, Mensch, warum tust du nichts dagegen? Bist du nicht stolz auf dich? Mensch, was hast du nicht alles Schöne und Gute geschaffen und dennoch bist du nicht in der Lage, das alles zu erhalten? Lass es doch nicht zu, dass es wieder zerstört werden muss. Wahrscheinlich liegt es daran, dass du zu überheblich und habsüchtig geworden bist. Naja, auf jeden Fall liebe ich dich. Mensch, ich weiß, dass du Angst, Wut, Verzweiflung, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit in dir trägst und den Glauben an deinesgleichen verloren hast. Häufig sagst du mir auch, wozu das Ganze? Es hat ja eh keinen Sinn. Es ändert sich ja doch nichts. Doch wir möchten dir zurufen, gib nicht auf, verzweifle nicht. Du bist nicht allein. Wir stehen jetzt hier und das für dich, Mensch. Du kannst mir glauben, auch ich habe so empfunden und es gibt auch Tage, da empfinde ich noch so wie du. Ich kann dich auch gut verstehen, auch ich habe Angst und auch ich verliere manchmal den Glauben. Doch da ist immer ein Mensch, der mir Hoffnung und Mut gibt, sowie die Kraft, um aufzustehen und um etwas zu verändern. Mensch, du brauchst Mut und Liebe. Wenn du das doch nur mehr zeigen könntest, dann würdest du ein Licht entzünden, das unsere wunderbare Welt erleuchten könnte. Mensch, ich weiß, aller Anfang ist immer schwer und der Weg des Friedens ist kein leichter. Du wirst Lob und Anerkennung ernten, der dich beflügelt und du wirst Kritik bekommen, die dich kreuzigen wird. Nimm beides für dich auf und halte es im Gleichgewicht, denn somit wirst du den Weg besser beschreiten können. Ach Mensch, wir sind uns doch so nah und doch so fremd. Glaubst du, wir könnten das schaffen, dass wir uns einander anerkennen? Ich glaube daran und an dich, weil du mir auch sehr wichtig bist. Denn ohne dich könnte ich auch nicht sein. Bitte, Mensch, gib nicht auf. Lebe einfach das Leben und das in Frieden, Liebe und Vergebung. Heute zum 1. September, dem Weltfriedenstag, können wir wieder einen weiteren Schritt auf uns zugehen. Menschen dieser Erde, egal wer ihr seid, was ihr seid oder wo ihr seid, lasst uns gemeinsam für den Pfad des Friedens schreiten
denn für diese Sache lohnt es sich immer. Und mit einer Fürbitte für diese Welt möchte sich die Montagsmahnwache Bautzen verabschieden und wünscht allen regionalen, nationalen und internationalen Mahnwachen Mut, Hoffnung, Geduld, Liebe und vieles mehr. Und wir rufen euch allen zu, geht diesen Weg des Friedens weiter und lasst euch nicht beirren, denn ihr tut Gutes für diese Welt. Die nächsten Grüße werden uns aus Phoenix, Arizona erreichen. Bis dahin wünschen wir uns alle eine schöne und friedliche Woche. Friede dem Himmel, Friede den Wolken, Friede auf Erde. Frieden im Wasser, Friede allen Blumen und Bäumen. Alles ist Friede, Friede, nur Friede. Möge dieser Friede, wirklicher Friede, mit uns allen sein. Friede sei mit uns und mit allen Lebewesen des Universums. Danke.